Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Heute mit einem neuen Blutungsbild. Wer hätte es anders erwartet? Aber ein bisschen anders als sonst, weil dieser Skill sehr essentiell ist für diesen Bild. Und ich habe den Bild schon seit Wochen im Internet gesehen und ich habe den bisher nicht selber ausprobiert. Deswegen wollte ich unbedingt dazu auch ein Video machen, um einmal zu zeigen, wieso das so komplett broken ist. Was ihr dafür braucht, ist die große Grabessenze, Blutflammenklinge als Inkarnation und noch ein paar andere Sachen. Das zeige ich euch gleich. Ich will euch einmal zeigen, wie krass der Schaden von dieser Waffe ist. Flamme gibt mir Kraft, nehme ich auch noch mit drauf. Meine Arznei einmal Full Power, damit ihr einfach seht, wie stark das ist. Dann lauft ihr zum Gegner hin, drückt einmal diesen Spear Win und macht 5000. Es ist. Ja, ich habe nicht so wirklich Worte dafür. Ich zeige euch jetzt erstmal, wo ihr alles findet. Die Glaive, die könnt ihr richtig, richtig easy farmen an den Seeklippen. Also quasi direkt am Anfang des Spiels. Sogar bevor ihr irgendeinen Boss killt, könnt ihr euch diese Waffe holen. Dafür müsst ihr an den Seekling hier unten zu dem Friedhof laufen. Und hier gibt es drei solcher Gegner, die diese Waffe fallen lassen können. Vielleicht habe ich ja Glück. Ah, nee, leider nicht. Ich glaube, die Droprate ist auch bei 2%. Da vorne kommen dann noch zwei raus. Hier könnt ihr die sehr, sehr gut farmen. Dann das nächste, was sehr wichtig ist, ist Flamme gibt mir Kraft. Flamme gibt mir Kraft findet ihr in Lyonia direkt über der Rosenkirche von einem Käfer. Der lässt das fallen. Und dann natürlich die Standardsachen, ne? Also weiße Maske, wie immer. Scherbe von Alexander, das natürlich Talente stärkt. Verrottende geflügelte Schwertinsignie. Dafür müsst ihr die Millicent-Questline machen. Dann die Millicents Prothese und Jubel des Blutes, womit ihr die ihr unterhalb von der Kanalisation bekommt. Habe ich alles schon mal gezeigt. Und dann castet ihr im Prinzip nur Blutflammenklinge auf diese Glaive. Und setzt die Kriegsasche wirbelnde Waffe ein. Und wirbelnde Waffe bekommt ihr. Ganz einfach bekommt ihr die. Die könnt ihr nämlich einfach von Rugier kaufen an der Tafelrunde. Auch relativ früh. Sobald er euch Sachen verkauft. Bei mir ist er gerade am Sterben. Aber auch wenn er gestorben ist, nehmt ihr euch hier die Klangperle. Geht zu den Twin Maiden. Und könnt euch dort das Spinning Wheel kaufen. Und wenn ihr das alles einmal habt, dann geht es echt nur noch darum, ultra ultra Schaden zu machen. Es ist so geil. Also ich wünschte, ich könnte das irgendwie in meinen Speedrun einbauen. Guckt euch mal einfach auch den Schaden an ohne die Blutung, ne? Aber wie schnell auch die Blutung kommt, wenn man das vergleicht mit meinem normalen Bild, wie lang das dauert, unglaublich. Wie wäre es denn hier gegen so einen Götterskalpen? Der ist ja oft nervig, ne? Einfach kurz die Mimik holen, dass sie ablenkt. Und dann lauft ihr schön zu ihm. Es ist immer gut, wenn ihr den so ein bisschen seitlich trefft und nicht genau vor einem. Oh, da ist er tot. Ja, das ist geil. Also probiert das gerne mal selber aus. Die Sachen kann man ganz früh bekommen, easy zu bekommen. Alles sehr günstig. Ultra, ultra nice. Und dann würde ich sagen, abonniert den Kanal. Vergesst nicht das Gewinnspiel am 10. Juni auf meinem Twitch-Kanal, wo es Amazon-Gutscheine zu gewinnen gibt. Like das Video und lasst mal gerne wissen, wie ihr das findet. Ich finde es ultra witzig. Ich werde es wahrscheinlich nicht so aktiv benutzen, viel, denke ich. Aber ich finde es richtig, richtig geil, dass es so eine Mechanik in dem Spiel gibt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.